Ein neuer Trailer zu Injustice 2 ist erschienen und den schauen wir uns auch direkt an. Ja, es heißt Shattered Alliances Part 1, also wird auf jeden Fall Part 2 noch kommen. In my years fighting crime, I've learned one truth. That every villain is the hero of his own story. Oh, Superman ist im Gefängnis. Das ist interessant. Ah, sie werden befreit. Daher kommt der Fall. That's the problem with fighting for truth and justice. The battle never ends. When does it stop? When there's no more crime. Er ist böse. Er ist immer noch böse. Das hat sich nicht geändert. Ich glaube, dass man diesen Superman gar nicht mehr ändern kann. Oh. With me or against me. Sie weiß gar nicht, was sie machen soll. This was only a matter of time. I'll try to make it painless. Na, als wenn dieser Superman irgendwas schmerzlos machen würde. Tja. Da glaube ich ja nicht dran. Das ist auch ein erster Blick an Cyborg. Der ist am allerersten Mal jetzt hier in diesem Trailer. Mir gerade so aufgefallen. Richtig cool. Das war auch sein Supermove, so wie ich weiß. Ja. 16. Mai kommt er dir raus. Und ich bin mal gespannt, ey. Sieht auf jeden Fall schon mal richtig gut aus. Das Spiel sieht richtig gut aus. Haben sie ein bisschen verarbeitet, ne? Und ja. Man sieht auf jeden Fall einen Trailer, sieht man Supergirl, die anscheinend so in der Mitte des Ganzen steht und anscheinend nicht wirklich weiß, was sie machen soll. Puh, ja, das ist halt so die Sache, oder? Wenn man. Einerseits ist natürlich, will sie gerne auf Supermans Seite sein, weil er ist Familie, er ist ihr Cousin. Und andererseits will sie aber auch den Menschen nichts tun, weil ja, die Menschen haben im Prinzip nichts getan. Und eigentlich haben die Menschen auf Superman nichts getan, sondern ja, der Joker war es. Der Joker hat seine Frau auf dem Gewissen oder das Verlobte, besser war es ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Lois Lane und ja, ist halt so eine blöde Sache gewesen, ne? Aber was soll man machen? Dieser Superman ist einfach nicht mehr zu ändern und ist, ich meine, es ist klar, es wird am Ende dazu kommen, dass Superman und Batman wahrscheinlich zusammenarbeiten müssen, um Brainiac zu besiegen. Oder es wird so kommen, dass Superman sich auf die Seite von Brainiac stellt, ihn aber dann betrügt. Und sozusagen seine Fähigkeiten an sich nimmt. Ich weiß es jetzt nicht genau, wie man das machen kann, aber das könnte natürlich auch so kommen. Also, keine Ahnung, wie es kommen könnte. Da müssen wir alles abwarten. Auf jeden Fall werde ich davon einen Let's Play machen. Und das könnt ihr auf diesem Kanal natürlich auch dann verfolgen. Auf jeden Fall. Ja gut, ich würde einfach mal sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir auf der rechten Seite ein Abo dalassen, Daumen nach oben, teilt es mit Freunden und Bekannten. Hier unten könnt ihr weitere Reactions von mir anschauen, zum Beispiel Twice Knock Knock mit BravoRider.de. Und dann sieht man sich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.